Hallihallöchen, Leute, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Kazooie. Ja, im letzten Part haben wir so ein bisschen diese Welt hier gesucht und haben sie anscheinend gefunden, wie man ja unschwer erkennen kann. Und jetzt sind wir auf dem Weg, den blöden Bären zu suchen, wo ich natürlich gerade überhaupt nicht weiß, wo er ist. Das ist gerade so ein kleines, großes Manko. Aber wir werden ihn schon gemeinsam finden, da bin ich mir relativ sicher. Ich würde nur ganz gerne wissen, wo dieser verdammte Bär ist. Naja. Ich freue mich eigentlich, dass ich mal wieder ein bisschen Banjo mehr aufnehmen kann. Und natürlich für euch auch, damit ihr wieder ein bisschen Banjo bekommt. Weil Banjo ist, es ist nicht gerade unbeliebtes Projekt, was ich sehr gut finde. Sehr, sehr gut. Hey Kumpel, wie wär's mit einem Wettrennen? Mit A geht's los, feige Bär drücke B. Die Spielregeln sind ganz einfach. Flitze zwischen den roten Stangen hindurch und sei schneller als ich. 3, 2, 1, los! Na, warte. Schneller, gib dir Mühe. Nein! Fuck! Das schaffen wir nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir es schon mal schaffen. Naja. Es gibt ja noch einen zweiten Versuch. Obwohl. Sieht gut aus. Braucht man nicht nochmal Schuhe oder so? Ich mag die Idee. Also, die Idee ist auf jeden Fall super. Also, solche kleinen Mini-Aufgaben liebe ich an solchen Jump-Runs. Das fand ich auch beim Super Mario 64 sehr genial. Übrigens, ich habe den ersten jetzt endlich mal durchbekommen. Oh, wir haben gewonnen. Schön. Mist. Wieder verloren. Nimm diese zweite Puzzleteil. Wo habe ich nur die Geschenke für die Kleinen verloren? Das haben wir ja schon gemacht. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es sogar das letzte Puzzleteil dieser Welt. Also hätten wir diese Welt auch abgeschossen. Naja, fast. Jetzt wieder. Die Noten. Bam, 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 bam. So, gut. Damit hätten wir die hier auch. Statistik. Ach, verdammt. Ich bin auf den B-Knopf wieder gekommen. Gut, den Full-CCP hätten wir auch beinahe sogar mit den Waben. Nur die Noten fehlen uns, wie gesagt. Bubbles Club Swamp, also der Sumpf, haben wir ja im letzten Part erledigt, beziehungsweise im vorletzten Meer. Dann Clankers Tavern, da fehlt uns auch noch ein Puzzleteil, wo ich noch gucken muss. Also es wird alles, glaube ich, am Ende erledigt, so grob. Mumbus Mountain haben wir natürlich auch komplett. Und Tildas Reich, da sind ja auch noch ein paar. Ja, so grob gesehen. Bubblegum Swamp, Wizzy Peak, Gobby Swarley. Ah, das war natürlich. Das war unsere Werte, Herr. Gerade Faden verloren. Das war unser Wertestings hier. Unsere Werte Wüstenwelt. Da, wo wir Gobi das kleine Kamel getroffen haben. Das klingt fast wie eine Kinderserie, muss ich sagen. So. Dann bauen wir doch mal zurück aus dieser Stillwelt. Was ich schade finde, weil ich muss sagen, ich bin großer Winterfan. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich Pollenallergiker bin. Von daher ist das immer ein bisschen doof. Im Sommer, im Frühling und so, überall, wenn es warm ist, fliegen halt auch die Pollen. Es ist halt so. Och, ich bin allzu weit. Ist es halt so. Kann man nicht viel machen. Und ich hoffe, dass ihr nicht davon betroffen seid. Es gibt bestimmt welche von meinen Zuschauern, die sind's, aber ich hoffe natürlich nicht. So, da sind wir wieder in der Overworld. Und gehen jetzt, glaube ich, mal zur Gobi-Wiese. Das klingt nach einem Plan. Armer Bär, so dick und rund. Bald peitsche ich ihm den Hintern wund. Oh. Wir wollen gar nicht wissen, was du mit uns vorhast. Wir lassen es nämlich einfach nicht zu, du blöde Kuh. So, ja. Es ist jetzt eine Frage,
wo es weitergeht, da bin ich nämlich gerade ein bisschen ratlos. Moment, was ist hier? War das der Rückweg? Ne, das war hier oben. Da haben wir einmal das Puzzleteil gefunden. Ich meine das Puzzle. Für die Gerber-Rolley. War hier noch was? Ich sollte vielleicht lieber so laufen. Das ist mir noch deutlich lieber. Haben wir da oben schon mal? Ach, ich glaube, ich gehe mal hin. Gucken kann ja nicht schaden, nicht? Nein! Nein! Dab, 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 dab. Bellische Schwester hier in Haft. Ich raube ihre ganze Kraft. Ja, Meisterin, die Transformation ist gleich vollzogen. Hilf mir, Banjo! Bär und Strauß sind erledigt, meine Herren. Hat gesiegt. Jetzt bin ich die heißeste Maus. Für Doty ist es aus. Weißt du, du bist so schön. So schön. Oh, du schön. Besuchen Mumbo und Hülle, ja? Hallo. Banjo, ich will mit dir sprechen. Sofort. Dep, 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 dep. Dep, 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 dep. Muss ich jetzt im Game Over screen oder muss. Okay. Es resettet sich selber. Okay. Keine schöne Sache gerade. Speichert das irgendwie ab. In irgendeiner Form. Mann. Okay. Warum speichert's nicht? Mach ich irgendwas falsch, Leute? Sagt es mir, bitte. Ja, einen Moment, Leute. Ich kümmere mich ja eben kurz, dass wir den Stand von eben haben. Oder der Emulator einfach abstürzt. Okay, Leute, dann cutte ich das Ganze. Bis gleich. Wollen wir doch mal den zweiten Versuch wagen? Ich weiß echt nicht, was mit diesem komischen Emulator los ist. Manchmal, gelegentlich, immer. Aber, naja, ich hoffe, dass es diesmal wenigstens hinhaut. Mit dem guten Banjo und dem guten, und der guten Kazooie. Ja, auf jeden Fall habe ich das Ganze jetzt bis hier nochmal gespielt, habe mir nochmal ein extra Leben geholt, was ich eventuell auch schon beim letzten Mal hätte holen sollen, weil das war hinter den Eisding, wo wir waren, und da oben ist Matilda. Okay, hallo. Oh, hier bräuchten wir die Termite, glaube ich. Hallo, hey. An der Decke von Gotillas Schlafzimmer hängen stinkende Socken. Okay. Und dafür bin ich jetzt hergekommen. Really. Ich muss irgendwas nachprüfen. Bevor ich gleich keinen Sau. Okay, es funktioniert. Weil es. Ihr müsst wissen, die DX-Story hat ein kleines Aufnahmefenster und dieses Aufnahmefenster ist grün und wenn. Ja. Wenn das Spielchen ist, dann aus. Reiß ich dem Vogel die Federn hier raus. So. Wollen wir nochmal gucken, was hier ist? Ich weiß nicht. Okay. Wir sind in Holobestien gelandet. Nein, wir sind natürlich in. Nee, warte, das hieß bei Halloween Town, genau, Halloween Town hieß es in der Kingdom Hearts Reihe. Aber wir sind hier ja nicht in Halloween Town, wir sind hier in Banjo-Kazooie. Aber auf einem Friedhof scheinbar. Einen sehr magischen Friedhof mit Liches und Bugs. Das sah nämlich gerade nicht normal aus. Okay.
Okay. Das sieht nach einer Welt aus, die wir doch betreten wollen. Ja. Was ist da hinten? Okay. Gut zu wissen, dass hier für mich rein noch gar nichts ist. Okay, dann lass uns mal wieder zurückgehen. Ahu! Ahu! Bei Banjo-Kazooie! So. Gehen wir mal da durch und wieder zurück. Naja, Rückweg sollte leichter sein, weil wir uns ja jetzt nur noch hier halten müssen, genau. Das haben wir gelöst. Dann gehen wir mal wieder zurück. Es gibt ein paar Orte, irgendwie habe ich so den Eindruck, wo man unbedingt die Termite braucht. Habe ich zumindest so den Eindruck. Stirb. Und gib mir das Herz. Genau, wir sind hier bei The Legend of Banjo. Okay. Stimmt, war es nicht hier drin, die Welt? Nee. Aber ein guter Puzzleteil. Okay. Gut zu wissen. Ah ja, immerhin haben wir so ein Puzzleteil bekommen, nicht? Immer etwas. Es kann natürlich auch gut sein, dass wir als nächstes die Termite brauchen. Dass ich mir sogar ziemlich... Den Vogel habe ich gedisst. Bald kräht er wieder auf dem Mist. Ah, warum geht's ja nicht immer auf Kazooie? Vielleicht weil keiner wirklich so mega Kazooie mag. Aber ohne Kazooie gibt es kein Banjo-Kazooie. Und das würde uns natürlich alle sehr, sehr traurig machen. Was ich in diesem Part eigentlich mal ansprechen wollte, naja, es war jetzt nicht geplant, ich spreche es jetzt einfach an, weil damit ich ein Gesprächsstoff habe. Es wird ja bald. Also, beziehungsweise, es wurde ja angekündigt, dass es ein Banjo-Kazooie indirekt Nachfolger gibt. Yooka-Laylee, nämlich heißt er. Und ja, ich freue mich drauf, weil er wird nämlich auch für die Nintendo Wii U erscheinen. Und da ich das habe, die Wii U habe, freue ich mich natürlich, weil Banjo, also dieses Banjo hier, ist ja schon richtig, richtig gut. Also, ich muss Rare nach wie vor loben. Was das Spielehandwerk angeht, haben sie es echt drauf. Ich finde es nach wie vor mega, mega schade, dass sie einfach mal zu Microsoft abgehauen sind. Das ist für die Videospielindustrie ein herber Verlust, zumindest für Nintendo-Spieler. Was nach wie vor dazu führt, dass die Entwickler von Yooka-Laylee ehemalige Rare-Arbeiter sind. Deswegen freue ich mich so ein kleines bisschen auf das Spiel, muss ich sagen. Aber es ist ja, glaube ich, noch eine Weile hin. Ich weiß nicht. Genau das Datum habe ich nicht. Ich weiß nur, dass ich es mir wahrscheinlich holen werde, sobald es rauskommt. Zum anderen, weil es, glaube ich, dieses Jahr sogar noch rauskommen soll. Und da es dieses Jahr kein Legend of Zelda oder großes Pokémon-Spiel gibt, weil beides irgendwie Pause macht, habe ich mir vorgenommen, Yooka-Laylee zu kaufen. Und ich überhaupt nicht auf dieses Jahr auf seinen First-Titel freuen kann, wenn der rauskommt. Ach ja, jetzt haben wir ja die Möglichkeit, diese Schuhe zu benutzen. Die gab's, die hatten wir ja vorher nicht. Oh toll, jetzt darf ich hier warten. Nein. Hallo, ich bin Gobi, das Kamel. Aber selbst
Ach, sieh an. Vielen Dank. Hier ist euer Belohnung. Ich gehe mich jetzt ein wenig abkühlen. Ja. Warum bin ich nicht damals auf die Idee gekommen? Mann. Okay, dann hätten wir das Puzzleteil auch erledigt. Ich hätte nur noch mal gerne den Teppich. Danke, da kommt er auch schon. Nein, nochmal springe ich da nicht rauf. Jetzt aber. So, und wir fliegen, fliegen, fliegen wieder rüber. Und ich möchte nicht die Kamera wechseln. Ich möchte lieber was anderes machen, nämlich leben. Oder so. Oh, das ist der Jojo. Hallo Jojo. Dip, 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 dip. Oh Gott. Naja, was tut man nicht alles, nicht? Diese wäre ganz gut gekommen und wir haben jetzt, das hat sich für uns diesmal sogar gelohnt, wir haben sogar wieder relativ gut Leben dazu bekommen. Was schön ist. Okay. Ja. Ich glaube, das mit den Dings war eine kleine Anleihe, dass wir eventuell wieder zu den Staatsgruppen müssen, wo ja dieses, wo dieser Baum stand. Verfügung habe ich ja noch. Ich muss das ja ganz ein bisschen abteilen, damit ich. Ich hab den Part ja mittendrin schneiden müssen, weil es nämlich nicht anders ging. Deswegen es sein könnte, dass. Ich weiß nicht, ob ich irgendwann ziehen werde. Ich hoffe nicht. Das war jetzt nicht gerade sinnvoll. Was war da unten? Ach ja, da war ja, glaube ich, die Hand, soweit ich mich erinnern kann. Wo geht jetzt nochmal zum Staatszug? Ich vergesse das jedes Mal, ey. Das ist in dieser Welt echt nicht gerade nett. Da war das sogar hier. Nee, da war die Geschichte mit der Hand, genau. Ich lag schon richtig. Hier haben wir Bottles. Das ist für mich ein großes, großes Rätsel. Ich glaube, da hinten. Ja, das sieht nach dem Start aus. Ja, da sind wir richtig. Und ich klicke richtig. Dieser Baum, der sieht mächtig aus. Ich habe zwar Wasser, brauche es aber leider für mich. Das habe ich gesehen. Ah, tut das gut. Tonka geht es wieder. Prächtig. Danke. Dip, 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 dip. Von einem der Bäume kann ich da bestimmt rüber. Ja, das geht. Ba, ba, ba. Das ist mein Puzzleteil für mich. Die Hälfte haben wir geschafft dieser Welt. Das ist schon mal schön. Ich kann ja. Oh, Mann, mache ich das jetzt? Ach, lass die Gingos einfach mal mitnehmen. Ich weiß ja nicht, ob wir das hier in dieser Welt sehr leicht schaffen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. So, 2 Minuten, wer habe ich noch? Ja, weiter. Ich muss echt mal nachgucken, was man hier alles für Puzzleteile bekommen kann. Das wäre mal echt sehr interessant zu wissen. Das gucke ich bis zum nächsten Part mal nach. Aber damit das, ja, ich mache jetzt Feierabend. Also für diesen Part zumindest. Ich danke, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass ihr beim nächsten Part auch dabei sein werdet. Bis dann und tschüss.